Bei uns ist Martin Dulich, der Landes- und Fraktionsvorsitzende aus Sachsen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Tagesgespräch bei Phoenix, das wir führen am Ende des Konvents am Sonntag. Herr Dulich, wie haben Sie heute abgestimmt? Ich habe dem Vorschlag zugestimmt. Sowohl im Parteivorstand haben wir lange diskutiert über das Papier, haben noch einige Veränderungen vorgenommen, sodass ich auch mit gutem Gewissen diesem Papier zustimmen konnte. Gerade die Themen, die mir wichtig waren, sind auch nochmal reingekommen. Deshalb habe ich dann auch zugestimmt. Was hat Ihnen denn schließlich das gute Gewissen gemacht? Ich glaube, die Aufgabe der nächsten Regierung wird sein, im Hinblick auf das Jahr 2019, wenn der Solidarpakt ausläuft, die Frage zu beantworten, wie können wir die soziale Einheit eigentlich vollenden? Was muss die nächste Koalition auf die Tagesordnung setzen? Und das war für mich das wichtige Thema, weil ich möchte nicht mehr akzeptieren, dass es unterschiedliche Löhne in Ost und West gibt oder ein unterschiedliches Renten- und Ermessungssystem. Das heißt, wir haben aber schon, wir merken hier auch an dem Einwand, den Sie jetzt machen, dass es aus den Ländern durchaus unterschiedliche Interessen gibt im Vergleich auch zu dem, was im Bund diskutiert wird. Das ist ja bei der Rentenangleichung ein ähnlicher Fall. Was denken Sie, was kann die SPD da angesichts von 16% Differenz in dem Stimmenergebnis von 4 Wochen irgendwie erreichen überhaupt? Es geht nicht darum, ob jetzt einzelne Projekte oder Symbole gemacht werden, sondern inwieweit eine SPD auch versteht, dass die Aufgabe, die vor ihnen steht, ein großes Projekt ist, nämlich die soziale Einheit zu vollenden. Wir haben das deshalb hier in die SPD-Diskussion eingebracht, nicht um selber ein Symbol zu bekommen, sondern weil das Thema so wichtig ist. Und es kann nur diese nächste Regierung auf den Weg bringen, denn dahinter steckt natürlich eben auch das Schicksal von vielen Millionen Menschen.